Die Grenze zwischen Tirol und Deutschland steht in den nächsten Wochen im Zeichen verstärkter Personenkontrollen auf Straße und Schiene. Weil am 7. Juni das G7-Treffen in Bayern beginnt, finden entsprechende Maßnahmen der deutschen Polizei im Rahmen des Schengen-Abkommens statt. Um den Grenzkontrollen der Deutschen insofern entgegenwirken zu können, beziehungsweise um diese abarbeiten zu können, weil es für uns natürlich ein großer Mehraufwand ist. Bis jetzt war es so, dass doch etliche Personen es geschafft haben, durch Tirol durchzufahren. Aufgrund der Grenzkontrollen ist es jetzt nicht mehr möglich. Und die Abarbeitung ist natürlich eine große Herausforderung in diesem Jahr. Mit einem erhöhten Aufkommen an illegal eingereisten Flüchtlingen wird daher in den nächsten Wochen im Bezirk Kufstein gerechnet. Die Bezirkshauptmannschaft hat die Rolle der Drehscheibe für alle Einsatzorganisationen übernommen, um hier die bestmögliche Unterstützung und Betreuung der Hilfesuchenden und der Flüchtlinge zu geben. Wir geben diese humanitäre Hilfe, die das Land Tirol auch zugesagt hat, in Form von Unterkunft, von Betreuung, von Essen und Getränkeausgabe und der Möglichkeit, dass sich diese Flüchtlinge bei uns waschen, duschen können und dann eben auch die Möglichkeit vorfinden, ein Bett zu bekommen, wenn es auch nur ein Feldbett ist. Aber man merkt, dass sie da sehr, sehr dankbar sind und sie nehmen das auch an. Dementsprechend hat das Land Tirol Vorsorge getroffen. Wir sehen den humanitären Auftrag und versuchen den humanitären Auftrag so zu erfüllen, gemeinsam mit den Partnern von den Gemeinden hier, insbesondere Schwoich und Langkampfen, die uns also hier mit Unterkünften zur Verfügung stehen, dass wir jenen Menschen, die aufgegriffen werden, hier die Dauer überbrücken helfen, mit einer ärztlichen Betreuung, soweit dies erforderlich ist, mit der Zurverfügungstellung von Unterkünften, mit der Zurverfügungstellung von Verpflegung und Ähnlichem. Für Medienanfragen hat die Bezirkshauptmannschaft Kufstein aus aktuellem Anlass eine Hotline eingerichtet. 0676 88 508 61 68.